Herzlich willkommen zurück zur Pocket Edition von Minecraft. Ich habe gerade eigentlich schon eine Aufnahme gestartet. Ihr seht nämlich da hinten, ich habe nämlich das Dach schon kurz angefangen, aber habe dann nicht gemerkt, dass der Ton zu laut ist und man mich nicht hören konnte. Aber ihr habt nicht viel verpasst. Ich wollte jetzt auf jeden Fall das Dach noch weitermachen. Ich habe mir nämlich jetzt Treppen noch gerade gemacht, weil ich nämlich daraus auch noch gleich das Dach machen möchte. Ihr wisst vielleicht schon, was ich meine. So, ich wollte nämlich jetzt noch Bäume hacken gehen, weil die Treppen nicht ausreichen. Gehen wir am besten da hinten hin. Boah, da hinten sind ja auch alles voller Bäume, ey, krass. Wir werden natürlich auch auf jeden Fall noch eine Erkundungstour machen. Da möchte ich aber irgendwie Fackeln haben oder sonst, damit ich auch wieder zurückfinde. Kompass zum Beispiel. Was gibt's denn da noch alles hier? Map, so eine Karte halt. Möchte ich mir alles noch herstellen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es geht, aber läuft da hier eher alles automatisch irgendwie. Ach ja, meine Glastür. Achso, das Glas ist schon drin. Die Tür ist ja, glaube ich, auch schon drin. Ja, stimmt. Alles klar, hat man jetzt von Weitem, da war es noch nicht aufgebaut. Birkenholz nehmen wir nicht, weil das ja helleres Holz ist. Mal das ganze Holz eben. Ich möchte auf jeden Fall noch da hinten hin. Und die Fanbauten, die gehen natürlich auch noch weiter. Nur halt, ich wollte jetzt unbedingt mal hier auch in dieser Map ein bisschen weitermachen, in der Haupt-Let's Play-Map. Ich werde mal gucken, ob ich das dann halt immer so, ob ich dann so ein Nebenprojekt mache halt. Ob ich daraus ein Nebenprojekt mache. Boah, da muss ich auf jeden Fall noch Erkundungsreise machen. Weil das ist momentan natürlich noch alles ein bisschen ungeplant. Ich muss mir das noch genauer planen, wie das alles dann das nächste Mal so ein bisschen abläuft. Es kann auch sein, dass ich jetzt ältere Videos, dass ich die ein bisschen umbenenne. Dass ich jetzt zum Beispiel Minecraft Folge 4, jetzt Beispiel Folge 4 wäre jetzt Wunschbaut gewesen. Ich glaube Folge 3 ist Wunschbaut, ne? Dass ich das zu Folge 1, Wunschbauten Folge 1 umbenenne und so. Das gucke ich alles nochmal, wie ich das genau mache. So, Glas haben wir auf jeden Fall. Safe. Die Kohle lassen wir da drinne. Und machen uns eben kurz das Holz. Und dann machen wir noch die Leiter. So, 48. Ich glaube, es wird immer noch nicht ganz reichen, aber für den Anfang. Wir fangen erstmal hier unten an. Ja, ich Idiot, ich muss ja gleich nochmal hochkommen. Dann baue ich gleich einen davon wieder weg erstmal. Und sieht wieder dunkel. Es wird immer voll schnell dunkel in Minecraft. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, die Nacht dauert länger als der Tag. Ich habe mir mal letztens auf meinem Kanal die alten PC-Let's Plays angeguckt, ey. Die waren ja echt gut. Na, hoch mit dir. So. Warte mal hier. Da. Da. Und da. Dann machen wir hier. 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 Nee, das ist scheiße. Bevor es mal die relativ schnell eigentlich abfackeln kann, wollte ich schon sagen. Abbauen kann, meine ich. Boah, ich sehe natürlich nichts, weil es ist scheiß dunkel geworden. Ich muss gleich auf jeden Fall nochmal Holz holen, sehe ich. Warte mal. Ja doch, passt alles. Dann gehen wir nochmal kurz runter. Und müssen noch mehr Holz hacken. Ach warte, ich habe noch 9 von denen. Ja, die tun wir nochmal eben kurz. Die machen wir hier nochmal kurz eben dran. Dann haben wir noch 6.
I'm sexy bearded. Einer haben wir da noch. Den einen bauen wir mal hier hin. Dann fehlen uns noch ein paar. Ich gehe einfach mal noch Bäume hacken. Bäume fällen. Das machen wir gleich. Wir gehen jetzt erstmal kurz schlafen, damit es auch wieder hell wird. So, frisch aufgewacht und schon geht's wieder ab zur Arbeit. So ist das tägliche Leben. Boah. In den Höhlen will ich ja natürlich auch noch irgendwann später richtig rein. Da werde ich dann auch die Monster einschalten, natürlich. So, die Fackel nehme ich auch mal eben mit wieder. Weil ich mir jetzt gemerkt habe, wo nochmal die Höhle war. Habe ich unten auch Fackeln gelassen? Ne, da habe ich keine Fackeln gelassen. Weil in den Höhlen, die Fackeln, die sollte ich vielleicht doch mal wieder mitnehmen. Denn in die Höhle, gehen wir gleich kurz rein. Nehme ich mir kurz nochmal die Fackeln mit. Das muss man hier mal kurz weg, sonst komme ich da nicht hoch. So, das müsste eigentlich gleich reichen. Aber man kann ja nie genug Holz haben. Deswegen, wir hacken jetzt aber noch mal ein bisschen. Man weiß ja nie, für was man noch Holz gebrauchen kann, ne? Also ich werde jetzt nicht nur Leiter erstellen, glaube ich, gleich draus. Muss mal gucken. Es kann sein, dass ich das sowieso aus Versehen machen werde. Dann ist es aber auch egal. Weil dann haben wir auf jeden Fall genug Leiter. Ganz oben komme ich, glaube ich, nicht ran, ne? Da muss ich mir dann gleich irgendwie was runterbauen. Aber ich werde jetzt keine halben Bäume hier abbauen. So. Da oben ist noch einer. Ja, damit. Habe ich den jetzt? Habe ich den so? Und her. So, da müssen wir jetzt eigentlich relativ gut was haben. Nochmal zurück. Nochmal hier. So. Ist das anderes Holz? Nö, ist kein anderes Holz. Gut. Ah ja, die Leiter muss ich ja im Haus machen. Bei meiner Workbench. Oh, die Seeds nehmen wir natürlich alle mit hier. Was ist das? Das ist irgendein komischer Bug momentan. So, der tut immer von automatisch die Sachen. Entweder, wenn ich normal laufe, baut er die dahin. Oder der wirft die ganze Zeit die Sachen raus. Aus meinem Inventar. Das ist echt nervig. Was ist denn das hier? Okay. So. Vielleicht reicht das sogar schon. Da 40, das reicht. Sogar mehr als genug. Einmal hoch. So. Das ist so mein Standarddach, so mache ich das eigentlich immer. Finde ich nämlich irgendwie, sieht ganz cool aus, immer so mit diesen Leitern. Ich glaube, hier haben wir es dann sogar so weit schon. So, und hier platziere ich nochmal so ein Ding. So. Ja, das kann man so lassen. Dann gehen wir einmal runter. Und bauen das dahin. Dann gucken wir nochmal kurz vom Weiten einfach mal. Na, renn. So. Ja, kann man so lassen. Für den Anfang geht das schon klar. Wohl irgendwie. Da fehlt ja noch was, ne? Warte mal.
Wo habe ich jetzt meine Axt schon wieder? Da, warte. Oh, die ist auch gleich kaputt. Ja, da fehlt er auch noch. Ich dachte die ganze Zeit, hä, warum sieht das jetzt so blöd aus? So, jetzt gucken wir hier nochmal. Ja, hier fehlt ja auch noch der. Und dann fehlt natürlich auch da noch der. Also ich glaube, jetzt ist das eigentlich, jetzt ist gut, ne? Wir gucken nochmal. Ja, jetzt. Hier fehlt nämlich noch. So schnell kann man durcheinander kommen. So, jetzt müsste es passen eigentlich. Wir gucken hier überall nochmal. Jetzt passt es, glaube ich. Wir können ja nochmal von Weitem gucken. Ich komme jetzt einfach runter da. Sie ist gerade eh im Peaceful-Modus. Doch, jetzt passt es. Jetzt sieht es gut aus. Nur ich bin jetzt überlegen. Ich glaube, diesen einen Block nehme ich doch wieder weg da oben. Den hier. Den nehmen wir nämlich doch wieder weg. Habe ich das Holz aufgesammelt? Ich hoffe. Wenn nicht, ist auch egal. So, und dann machen wir die kurz die Leiter wieder weg. Und machen da dann den letzten. Da gucken wir nochmal vom Weiten. Aber müsste jetzt eigentlich passen. Ja, oh doch, das passt. Ich könnte eigentlich... ich könnte so jetzt eigentlich nur einen weiter, ne? So, jetzt unsere Axt auch weg. Die ist jetzt auch verabschiedet. Nein. Oh, fuck. Habe ich vielleicht in der Truhe noch eine Axt? Ja, wo haben wir? Ich mache mal ein bisschen unhandlich das Spiel. So. Das lassen wir, glaube ich, erstmal weg. Das Haus, das wird auf jeden Fall ja noch weiter ausgebaut, falls ich mich hier nicht irgendwann verlaufe. Im Laufe des Let's Plays. Wir tun jetzt erstmal das, was wir jetzt erstmal nicht brauchen, tun wir jetzt in die Truhen. Zum Beispiel die Treppen, die brauchen wir jetzt erstmal ja nicht. Hallo? Hä? So. Glas brauche ich jetzt ja auch nicht mitnehmen. Was machst du denn hier? Oh. Leiter. Und auch die sollte man vielleicht mitnehmen. Falls ich mich nämlich dazu entschließe, in eine Höhle zu gehen, können wir uns die als Hilfe benutzen, um wieder rauszukommen später. Wir nehmen mal hier kurz nochmal 5 Stück von denen. Dann machen wir uns nämlich jetzt gleich mal eben noch ein paar Fackeln. Die Türen brauchen wir nicht. Setzlinge tue ich erstmal. Boah, da habe ich 8 Stück gerade von. Hammer. Essen sollte ich mir gleich mal eben braten, auf jeden Fall. Holz brauchen wir jetzt ja auch nicht mitnehmen. Aber ich werde jetzt mal ein bisschen außerhalb des Hauses gehen. Spitzhacke schon, den Rest nehmen wir alles mit eben. Das Fleisch braten wir uns. Dann machen wir gleich mal eben kurz eine kleine Erkundungsrunde. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich glaube, vor... Wo ist die Sonne? Weil ich habe das Gefühl... Es wird gleich dunkel, ja. Dann gehen wir gleich sowieso vorher eben kurz schlafen. Nur hier sollten eigentlich ja noch... Am besten, glaube ich, Fenster rein, oder? Hier so Mitte immer so ein Fenster. So, das dürfte eigentlich an Fenster reichen.
Eins, zwei, drei. Es müssen ja nicht so viele Fenster sein. So. Dann haben wir das auch. Fleisch ist auch fertig. Dann gehen wir gleich kurz Heier machen. Fackeln wollte ich mir noch machen. Das kann ich nebenbei auch mal eben kurz machen. Erstmal brauche ich natürlich Stickies. Da habe ich jetzt nur 4 Stück von. Ach so, Fackeln, das, ja. So, 18 Fackeln haben wir erstmal. Dankeschön. Ist aber auch ein bisschen Leder. Das brauchen wir später zum Beispiel für Rüstung. Und dann haben wir hier noch Fleisch, was wir braten könnten. So, wir gehen mal eben Heier machen. So. Ja, das lasse ich jetzt einfach. Ich habe ja erstmal Fleisch dabei. Das kann ich ja nebenbei so, falls ich dann wieder zurückkomme. Wenn ich dann wieder zurückkomme, meine ich. Obwohl, habe ich noch irgendwas Wichtiges, was ich hier lassen könnte? Nö. Ich habe da noch eine Kohle dabei. Kohle, das ist egal, ob es nur 1 ist oder auch nur 2 oder nur 0,5. Kohle ist immer gut, wenn man das hat. Deswegen tue ich es lieber hier rein. Holz brauchen wir auch nicht. Werkzeuge, die kann man sich immer wieder neu craften. Ja, das ist das, was ich jetzt dabei habe. Kann man immer wieder neu craften. Also falls ich mich jetzt verlaufe, mache ich Selbstmord. Dann passt das schon. So, wir sollten aber trotzdem am besten natürlich irgendwie nur einen geradeausen Weg gehen. Oder gehen wir eigentlich in die Höhle hier, wollte ich nur noch rein, in den Berg. Ich glaube, wir gehen erstmal nur in den Berg rein. Weil bevor ich hier irgendwie erkunde, da habe ich ein bisschen Schiss, weil da möchte ich dann doch lieber erst einen Kompass haben und eine Karte, damit ich auch wieder zurückfinde. Boah, das ist jetzt schwere Entscheidung. Ich gehe mal erstmal zu IS hier einfach hier rein. Spitzhacke habe ich dabei, super. Gucken wir hier noch irgendwie was Gutes finden. Ja, hier haben wir schon mal direkt was. Hier haben wir nämlich schon Kohle. Viele Spitzhacken habe ich eigentlich dabei. Nur eine, ich glaube, eine habe ich noch in der Truhe, ne? Ich hätte vielleicht beide mitnehmen sollen. Theoretisch wäre es doch immer praktisch, wenn man Holz dabei hat. Fällt mir gerade ein. Wir gehen gleich kurz nochmal in die Bude. Rüsten uns auf. Und ja. Na, komm mal. Also auf jeden Fall haben wir echt einen guten Platz erwischt. Generell haben wir eine gute Map erwischt, weil hier haben wir so viele Rohstoffe. Das ist der Hammer. Und direkt da, wo unser Haus auch aufgebaut ist, ne? Direkt in der Nähe. Ist auf jeden Fall schon mal top. Muss ich sagen, die Map, da bin ich echt auf jeden Fall zufrieden mit. Eine bessere hätte ich mir als Haupt-Let's Play-Map gar nicht mehr wünschen können. So, hier haben wir jetzt alles abgegrasen. Dich nehmen wir wieder mit. Dann gehen wir noch weiter in die Fackel. Boah, voller Frosch im Hals gehabt. Hammermäßig. Hammer, krasse Sache. Mehr ist jetzt hier so auch nicht. Ne. Ja, gut, ich könnte jetzt hier natürlich noch weiter graben. Aber wir gehen gleich erstmal noch. Wir gehen gleich erstmal den Berg da oben. Da sind ja auch noch ein paar Höhlchen gewesen. Oh, guck mal da unten, was da ist. Wie konnte ich sowas übersehen? Eisen sollte ich mir vielleicht auch mal schmelzen. Das ist nämlich auch wieder so. Da könnte man Eisenschwert machen oder Eisenaxt, was auch ever. Wo ich mit diesen Steinsachen eigentlich auch schon gut zufrieden bin. Kommen wir ja auch gut zurecht. Ja, graben wir es mal runter. Stein kann man ja auch immer gebrauchen. Ja, das war es auch schon. Wohl 6 Eisen haben wir wieder bekommen. Das ist doch eigentlich nicht schlecht. Die Fackeln, die will ich natürlich mitnehmen wieder. Die tue ich auch mit Hand abbauen. Habe ich die aufgesammelt? Das weiß man nie. Das sieht man hier irgendwie gar nicht. Da liegt sie. Ich vermute mal, dass ich sie aufgesammelt habe. So.
Das sind auf jeden Fall und auch diesen Höhlen hier, da kann man echt geiles Zeug noch draus bauen. Irgendwie eine kleine Base oder sonst was. Das finde ich schon, ist schon top. Oh, da oben liegt ein Ei. Die kann man nämlich auch gut mitnehmen. Die kann man nämlich später auch essen. Man kann sie zwar auch werfen, aber werfen, weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Weil da kommen manchmal nämlich auch Eier raus. Küken meine ich. Oh, hier geht's, hier ist aber so ein Durchgang. Ist nicht so interessant. Boah, sieht aber, ist auch schon cool hier. Könnte man auch irgendwie was Schönes bauen. Auf jeden Fall. Ich glaube, warte mal, hier ist dunkel. Aber hier ist nichts, ne? Ne, hier ist nichts. Ich nehme mich mit, weil ich da nur zu wenig von habe. Deswegen nehme ich die wieder mit. Und dann hat man doch hier irgendwo noch was. Warte mal. Naja, das war's schon. Hier und da, alles klar. Ich hoffe. Hat ja super geklappt. Hier ist auch viel Stein, also wenn wir Stein brauchen, haben wir auf jeden Fall nicht zu wenig von. Dieser Berg finde ich auf jeden Fall schon mal richtig cool. Da werden wir uns auf jeden Fall in den Berg, da werden wir uns auf jeden Fall auch noch tiefer graben. Auf jeden Fall. Nur, ich glaube, die Folge wird nämlich jetzt schon ein bisschen zu lang. Ich würde mal sagen, wir gucken mal eben kurz, was brauchen wir denn, um einen Kompost zu machen. Kompass meine ich natürlich. Zeige ich mir jetzt nur irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Scheiß. Einmal, ich brauche eine leere Hand. Kann ich gar nicht gucken, was ich jetzt für einen Kompass brauche. Ne? Ich muss, glaube ich, das jetzt freischalten. Fuck it. Aber ja, auf jeden Fall, die nehmen wir auch mal mit eben. Das lassen wir hier. Essen behalten wir mal. Stein. Das machen wir erstmal hier. Das Ei lassen wir hier. Ah ja, die neue Kohle, die ich hier aufgesammelt habe, die kommt schnell wieder hier hin. Wir haben ja da hinten noch eine Höhle entdeckt. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge gehen wir da hinten zu dieser Höhle hin, die da hinten ja war. Die ist auch ein bisschen tiefer. Müssen wir mal gucken, wie ich da zurechtkomme. Ich habe nämlich auf jeden Fall keinen Bock zu sterben, weil ich nämlich überlegen bin, ob ich vielleicht die Monster dann einschalte. Aber das sehen wir dann alles noch. Bis zur nächsten Folge.